Herzlich willkommen zu unserem Workshop Art is Nature, is Art. Kunst ist Natur und Natur ist Kunst. Mein Name ist Katrin Meisner und ich möchte heute mit euch und für euch in meiner Art und Weise den Workshop bzw. diesen Online-Workshop durchführen. Und ja, ich werde sehr viel machen. Ich werde ein bisschen was erklären und ihr habt ja die Möglichkeit, mit diesen wunderbaren Kulturbeuteln von der Initiative Kultur lokal machen, ganz toll mitzumachen. Die sind perfekt gepackt, da ist alles drin, was man für das Nachmachen braucht. In dem heutigen Workshop werde ich allerdings einmal sehr großformatig beginnen, weil wir gerade hier im Kulturhof in Lübbenau sehr viel Platz haben. Das könnt ihr später auch machen, ihr könnt aber erstmal klein anfangen. Und ihr seht, ich fuchtel hier schon die ganze Zeit mit einem Werkzeug rum und dieses Werkzeug ist kein gewöhnliches Werkzeug oder eben doch ein ganz gewöhnliches Werkzeug. Es ist eine Wurzel und zwar eine Wurzel von einer Sonnenblume. Und da habe ich gleich den Bogen zu diesem Workshop-Titel. Es ist nämlich so, dass ich mit natürlichen Sachen arbeite. Ich arbeite mit flüssiger Kohle, die ist hier in den Eimern drin, habt ihr im Kleinformat auch im Kulturbeutel. Ich arbeite mit Wurzeln von Pflanzen, ich arbeite mit Zweigen oder gebundenen Zweigen. Wir wollen als erstes einfach mal Spuren erzeugen mit den verschiedenen Werkzeugen, gucken, was die Werkzeuge machen. Ja, wollen die in verschiedenen Bewegungen aufs Papier, später auch auf Leinwände bringen und ja, gucken, was sich daraus entwickelt. Allein wenn man das über das Blatt bewegt, klopft oder zieht oder schabt, entstehen Spuren. Und man sollte dabei gar nicht so viel nachdenken oder jetzt sagen, ach, das ist das oder das, das können wir später machen. Es geht einfach mal darum, mit diesen Werkzeugen Spuren zu erzeugen. Ganz locker. Und zu gucken, was macht. Und indem ich jetzt die Spuren erzeuge, setze ich ja Zeichen auf dem Blatt. Das Ganze, also Linie, Struktur und Fläche. Man kann das Ganze ein bisschen flächig werden lassen, wenn man Wasser zugibt. Und mal guckt, was passiert. Nun hat das Papier hier aufgrund der schönen Wärme schon gut gesaugt. Aber ihr seht, es gibt dann diese Ausblühungen. Und das Ganze ist auch im Erscheinungsbild nachher auf einer Fläche, auf einer Papierfläche oder Leinwand oder Stoff oder was auch immer, hat das auch wieder einen natürlich anmutenden Charakter. Spuren erzeugen, indem ich das laufen lasse. Ich habe hier so eine schöne Unterlage drunter, die hat auf der Rückseite auch noch Plastik, also hier kann nichts auf den feinen Fußboden durch. So. Ja, das finde ich schon mal spannend. Das Ganze noch ein bisschen verteilen. Ja, und einfach mal kratzen, schieben. Oder wieder sprühen oder wieder laufen lassen. Ja. Also man muss natürlich auch ein bisschen probieren und ein bisschen üben mit diesen Medien. Aber das ist überhaupt keine Hexerei, kein Zauberwerk. Man kriegt sehr schnell mit, wann läuft was und welches Papier saugt wie stark und welche Tinte ist wie deckend oder nicht. Diese fertig gekochten Leinwände sind ja einmal grundiert. Das ist ganz schön. Für diejenigen unter euch, die schon malen und Gesso oder Grundierweiß zu Hause haben, es empfiehlt sich immer auch noch mal drüber zu gehen. Das ist einfach dann eine, naja, man nimmt die Leinwand in Besitz für sich. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, was passiert? Logisch, wenn ich jetzt hier irgendwie Farbe auftrage. Okay, das läuft ziemlich. Es läuft. Und wenn was runterläuft, denkt man automatisch auch an Wasser, Regen, an Wasserfall. Das Ganze ist auch als Spiel, als Experiment zu sehen.
weil man weiß nicht wirklich, was am Ende passiert. Und wichtig ist hierbei, dass man spontan ist, dass man, wie gesagt, nicht so viel nachdenkt, dass man in der Bewegung bleibt, auch wenn ihr zu Hause auf den kleinen Blättern arbeitet, möglichst im Stehen, nicht im Sitzen. Man hat einfach den Arm als Hebel und kann besser agieren. Man hat sozusagen, man sitzt am längeren Hebel mit Hilfe des Arms. Das kann man mit Hilfe von so einer Sprühflasche, die jeder im Haushalt findet, ganz einfach machen. Erstmal gucken, was passiert. Man verdünnt dadurch auch die schwarze Tinte oder Tusche. Im Kulturbeutel findet ihr aus die Tusche, die ist sehr gut. So, und jetzt kann man gucken, wo will ich jetzt was haben, oder ich probiere erstmal nur so. Ich könnte das in dieses andere Feld reinlaufen lassen. Ich mach mal, ich spiele mal, ihr guckt zu. Mal bewusst laufen lassen, gucken, wohin will das Wasser, wohin leitet es sich aus. Manchmal sieht man es auch nicht, was passiert, und das ist manchmal auch ganz gut. Da das Papier so dick ist, kann man auch mal ein bisschen brutal sein und mal mit dem Fuß oder mit der Faust gegen klopfen. Und ja, dann gibt es hier eine ganz eigene Spur. Ob das nachher zusammenpasst, werden wir sehen. Man kann solche großen Sachen, solche großen Blätter oder auch kleinere, auch sehr gut zerschneiden. Aber dazu kommen wir später. Kann man sich auch selber machen aus getrockneten Gräsern oder aus Stroh. Und die Feder, die kennen wir ja nur so. Als wir Kinder waren, wollten wir alle mit einer Feder schreiben. Ja, man kann natürlich jetzt hier auch mit der Feder schreiben. Das ist ein Merkmal meiner Arbeiten, dass ich als grafisches Element auch gerne die Schrift einsetze und manchmal Wörter, Zeichen oder Gedankensplitter, Textfragmente einfach mit einbaue und meistens auch ganz spontan. Ich sitze da nicht und dichte, sondern ich schreibe mir, was mir gerade in Sinn kommt. Schreibe ich mir nicht auf, sondern ich schreibe das gleich ins Bild und nehme die Schrift als grafisches Element. Vorhin habe ich ja die Wurzeln, die Stöckchen leer gezogen. Schon gibt es wieder eine andere Struktur durch die Form der Wurzel und durch die Bewegung. Seine eigenen Grenzen überwinden, locker werden, in die Bewegung gehen, tänzerisch malen, das geht alles. Ich warte jetzt ein bisschen, bis es eingezogen ist, und dann würde ich noch mal ganz dezent mit etwas Wasser rangehen. Arbeitsinstrument verlängert, kriegt man automatisch eine lockere Spur hin. Starke und ganz zarte Linienstrukturen. Hatte ja vorhin mit diesen gebundenen Gräsern schon gearbeitet, zweierlei. Und da will ich jetzt einfach mal hier ein bisschen klopfen. Und vielleicht hin und wieder mal die Richtung wechseln. Und euch mal demonstrieren, wie das ist mit den Spuren. Also solche Bündel von Gräsern oder Zweigen haben immer so eine Speicherfunktion. Deswegen kann man hier eine ganze Weile klopfen oder stricheln, ohne dass die Tinte oder Tusche versiegt.
Struktur und Linien entstanden sind, geht es jetzt darum, im nächsten Schritt, jetzt gerade da die Weihnachtszeit da ist, vielleicht ein paar verschenkbare Sachen zu machen. Und das Beste ist, wir gucken erstmal schnell am Geschenketisch hier drüben. Klappkarten oder Leporellos. Das sind diese gefalteten Bilder, die ihr sicher kennt. Also es müsste etwas sein auf dieser quadratischen Karte. Entweder was man über beide Seiten macht, dass man das später so auf dem Weihnachtstisch aufstellen kann, oder aber als Deckblatt. Würde ich sagen, wir fangen mal an mit einem Deckblatt und ich müsste mir jetzt ein schönes Motiv suchen, was gut wirkt. Und dazu gibt es die sogenannten Schiebewinkel. Das sind zwei ganz einfache L's oder ein zerschnittenes Passepartout, was man vielleicht zu Hause irgendwo hat, was einen Fleck hat oder so. Und damit kann man jetzt über ein Motiv gehen. Und man ist flexibel, ne? Man kann in die Höhe, in die Breite schieben. Wenn man dann was gefunden hat, wo man sagt, aha, das finde ich ganz interessant oder ganz witzig, lässt man das liegen, dann nimmt man sich einen Bleistift. Und man kann es jetzt als einfachste Variante, kann man sich einfach diesen Ausschnitt sichern, indem man das so nachzieht, um ihn direkt auszuschneiden. Man kann aber, wenn man das Ganze hinter ein Passepartout bringen will, sollte man ihn natürlich etwas größer ausschneiden und dann dieses Passepartout draufsetzen. Ich würde mal mit der einfachen Variante starten. Das ist auf schnelle Weise eine Karte, die entstanden ist. Es ist eigentlich nichts weiter, als dass man jetzt hier sich das so ziehharmonikaartig faltet. Und dann entscheidet, aha, soll der jetzt so groß sein, soll der so große Flächen haben, dass der Beschenkte oder auch ich selber mir das aufstelle bei mir auf einem Brett, auf einem Board, auf einem Fensterbrett. Man kann das auch schön mit einer Lichterkette dann noch beleuchten. Ne? Also auch hier gibt es kein Muss. Die Fantasie ist gefragt. Oder auch so ein bisschen thematisch. Wer soll das bekommen? Für wen soll es sein? Was will ich der Person sagen? Oder will ich mir selber einfach nur ein Zeitdokument setzen? Ne? Und einfach auch wieder ausschneiden. So, und schon haben wir ein Leporello. Ein schnello Leporello. Jetzt könnte man hier vielleicht direkt in die Mitte. Es ist ja recht kräftig gefüllt und da könnte ich mir vorstellen, direkt in der Mitte einen großen Akzent zu setzen. Das geht mit diesem ganz einfachen Schlagmetall, was es mittlerweile auch schon im Bastelbedarf gibt. Dadurch, dass die Papiersorte und die Art der Strukturfarbe das gleiche ist, hat man das relativ harmonisch und ruhig. Normalerweise, die heißt Anlegemilch, die ist natürlich viel feiner als so. Da sieht man schon, wie es sich von selbst anlegt. Ja, wie das richtig das ansaugt und wie die Leinwandstruktur durchkommt. Es verändert das ganze Bild. Man kann das jederzeit ergänzen, ne, wenn man sagt, ich möchte an einer anderen Stelle auch noch Gold haben. Man muss nur gucken, dass man es nicht überlädt. Das sollte nur ein feiner Akzent sein. Genauso gut kann man bei einem schwarz-weißen Bild auch mit Rot einen Akzent setzen. Schwarz-weiß-rot ist so eine klassische Farbkombination.